Servus, liebe Filmfreunde, willkommen zu Cinema Will aus Liebe zum Film. Ja, im heutigen Video geht es, wie man unschwer erkennen kann, um das Mediabook von dem Film Suspiria von Dario Argento. Dieser Film erhält ja demnächst ein Remake und der Trailer lässt ja auf einen richtig coolen Film hoffen. Da dachte ich mir, es wird doch auch wieder Zeit, hier sich mal das Original anzusehen, während ich das Ganze versuche hier aufzumachen. Wir haben eine ja schöne Schutzfolie drumherum und zum Glück der FSK-Sticker auf der Folie. So gehört sich das, meine lieben Freunde. Und dann haben wir hier dieses tolle Artwork oder Design, sieht absolut klasse aus. 84 Entertainment. Ich bin ja ein wahnsinniger Freund dieser gezeichneten Cover und auch diese Farbstimmung finde ich hier einfach nur klasse. Wir können das Ganze auch mal gerne ein bisschen näher in die Kamera halten und sehen, dass der Druck auch richtig gut ist. Also das sieht schon absolut super aus hier in der restaurierten 40-jährigen Edition. Jo, dann drehen wir das ganze Teil mal um. Wir können es ja gleich hier oben lassen. Hier oben nochmal der Schriftzug. Ja, und dann haben wir hier die Inhaltsangabe. Hier auch wieder so ein tolles gezeichnetes Bild mit einer tollen Farbstimmung. Dann haben wir ein paar Szenenbilder. Dann die Schauspieler. Und dann natürlich Lauflänge, Bildformat, Tonformat und die ganzen Extras. Das halte ich euch mal hier extra hoch. Also richtig cool gemacht. Ja, und dann wollen wir uns selbstverständlich auch das Innenleben dieses Mediabooks angucken. Schlagen das Ganze auf und haben hier, okay, erstmal gar keine Disc. Ganz untypisch, nicht wahr? Normalerweise befindet sich hier immer die Blu-ray oder die DVD, je nachdem. Hier haben wir dann das Booklet. Haben ein paar richtig coole Cover hier noch oder ja Kinoplakate. Sehr viel Hintergrundinformationen. Mega cool. Also hier wird einem richtig was geboten. Guckt euch das an, Leute. Das ist mal ein richtig schönes Booklet. Toll. Richtig genial gemacht. Ich blätter das Ganze etwas schneller durch. Und hier kommen wir dann zum Schluss. Wir sehen, dass hier hinten ein etwas dickerer Tray ja, reingemacht wurde, um das Ganze natürlich auf schönes Buchformat zu bringen. Dann haben wir hier nochmal die Disc. Entspricht so ziemlich dem Frontcover. Na, jetzt mag er es nicht, jetzt aber. Hier das unten, dieses Blu-ray-Logo, könnten Sie sich eigentlich immer sparen, aber okay. Das ist jetzt Meckern auf absolut hohem Niveau. Sieht erstklassig aus. Ja, und dann haben wir da drunter noch ein richtig schönes, nettes Bildchen. Passend zum Booklet hier. Also, richtig cool gemacht. Ein super geniales Mediabook. Und ich freue mich dann, den Film mal wieder zu gucken und dann bin ich schon ganz gespannt auf das Remake. Was sagt ihr dazu? Freut ihr euch oder geht euch das am Hintern vorbei? Schreibt es mir bitte unten in die Kommentare. Das war's von meiner Seite aus. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und Servus!